Hallo Leute und willkommen zu Part 12 von Let's Play Turok Dinosaur Hunter. Und wir sind jetzt immer noch in den Katakomben und ich glaube, jetzt kommt der Endgegner. Nächsten wir lieber mal die Waffen. Okay. Nein, wir kommen doch noch nicht zum Endgegner. Nein, überall Libellen. Okay, die Viecher sind richtig lästig. Kommen hier, glaube ich, zum ersten Mal vor. Und werden uns später auch noch die ganze Zeit nerven. So, erstmal schön durch den Checkpoint hier. Und da ist schon wieder die Brücke. So, auf der anderen Seite ist auch noch irgendwas. Minigun Ammo, yay! Mein Gott, ich höre diese scheiß Libellen andauernd. Da, Libelle. Mein Gott, was? Lol, wo ist die jetzt wieder hin? Naja, egal. Einfach abgestürzt. Ja, egal. Jedenfalls, wir müssen jetzt irgendwie noch zwei Schlüssel finden, meine ich. Ja, deswegen war ich auch noch nicht der Gegner hier. Ja, okay, wo musste man hier so mal her? Libelle, stirb. Oh, One-Shot. Okay, von da kommen wir. Oh, das hat schon mal was Gutes zu bedeuten hier, das Feuer. Kommen wir hierher. Nein! Scheiße! Ah, so! Doch gut, dass ich hier reingefallen bin. Wir müssen irgendwie auf diesen Turm oder sowas. Okay, hier sind wieder Hundkatzen. Yay! Ah, hier kann man vor... kann man hochklettern? Komm schon, nein! Ja, komm. Lord, was ist das? Da ist voll verbuggt oder... Nein. Hoch da, nicht... Hoch, hoch. Was ist das? Was? Was war das? Okay, aber hier ist ein Schlüssel. Aber was war das gerade eben? Das Vieh andauernd unter Wasser gezogen oder wie? Ja, wie kommt man jetzt hier nochmal weiter? Okay, da ist nichts. Ich werde jetzt hier erstmal alles abchecken. Die Musik spinnt auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich. Oh ja, sie spinnt. Ich höre die ganze Zeit die Hundkatzen. Naja, ich denke mal, hier oben ist nichts mehr und da unten irgendwie auch nicht. Müssen wir nochmal suchen gehen. Vielleicht ist etwas unter Wasser. Und hier geht es auch nicht weiter. Aber Half-Points gibt's hier, hey! Warte mal, hier ist irgendein Gatter oder sowas. Ach nein, hier kann man auch nicht hochhüpfen, na toll! Wenn wir irgendwo einen Ausgang finden. Ausgang, wo bist du? Ah, hier. Okay. Was hier, ne, diese Scheißlibellen. Stirb. Na toll, jetzt sind wir wieder hier runtergefallen. Aber was, mal, da ist eine Höhle. Lehne ich nur um dieses zwei Scheißviecher hier. Okay. Ab zur Höhle. Mal gucken, ob da mal noch was drin ist. Steine, mal gucken, ob man durch diese durchgehen kann. Nein, kann man nicht. Dafür kommt die Welt sogar hier rein. Stirb. Okay, hier ist auch nichts drin. Durch die Felsen kann man auch wieder nicht durchgehen wie im letzten Part. Okay, sind wir wieder hier unten angelangt. Ist vielleicht da hinten noch irgendwie was? Nein. Tü, wo muss man denn hin hier? Mann. Weil diese scheiß Libellen, die spawnen auch übelst oft und vor allem in zahlreicher. Ja, vor allem zahlreich. Okay, wir wollen einfach nochmal hier rumgehen. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Irgendwo muss doch hier was sein. Ja, warte mal, da. Ah, okay, kann man drauf. Nein.
Tür, da könnte ich gleich vielleicht mal irgendwie hinkommen. Okay, können wir hochklettern. Fängt das wieder an? Ne, doch nicht, okay. Okay, hier oben war der Schlüssel. So, da ist das Teil. Da muss man drauf. Deswegen habe ich das gerade eben nicht gesehen. Jetzt wird das Wasser abgelassen. Yay! Ach ja, und jetzt geht das zu dem Anfang der Ruinen, wo wir, ja, ganz am Anfang, wo ich schon gesagt hatte, dass später was, fängt das Spiel wieder an zu lacken hier, ey, das, kommt schon, hört doch auf. Wieso lackt das hier übelst? Ich hasse sowas. Na, jedenfalls ist jetzt alles Wasser durch diese kleine Ritze hier abgeflossen. Und dann würden wir uns jetzt am Anfang der Katakomben wieder befinden, wo am Anfang dieser Priester war, weil jetzt ist hier nur noch Wasser. Jetzt können wir hier runterschwimmen. Und jetzt sehen wir auch, warum das hier so tödlich war. Hier waren Stacheln. Yay. Super Aufspießung. Oh mein Gott. Okay, wo geht's weiter? Okay, da. Der Höhle. Nein. Nein, ich bin in der Höhle. Okay, da geht's wieder raus. Gut so. Ich drehe durch in den Höhlen hier. Ah, hier geht's dann gleich zum Endgegner. Hey. Aber, ne, ich mach das noch diesen Part jetzt. Es geht jetzt gerade nur 6,5 Minuten der Part hier. Okay, wir speichern aber vorher mal hier. Sonst müssen wir irgendwo ganz am Ende des Levels wieder spawnen. Okay. Dann geht's mal los jetzt mit dem Mantis. Okay, Level 8 Schlüssel sieht man schon da hinten. Und ich würde jetzt nicht einfach, oh mein Gott! Stirb! Ah, Säure! Mein Gott! Stirb! Okay, das Vieh ist richtig gemein. Aber einfacher meine ich, vielleicht ist das für mich. Okay, jetzt haut's ab. Je mehr Schaden hier sind. Au! Okay, wenn man durch die Säure läuft, kriegt man auch Schaden. Jedenfalls zerstört jetzt überall diese Wände, diese Zwischenwände hier. Ja, und hat gerade eben ja in einer grünen Farbe geleuchtet und das bedeutet jetzt schon, ich habe ihnen schon ernsthaft Schaden zugefügt. Ja, oh mein Gott, und es wird immer schneller. Wo ist es? Wo ist das Vieh hin? Wo bist du? Wo bist du? Mein Gott, überall Säure. Ah, da oben was? Wo war das jetzt? Da. Okay, weiter drauf ballern. Also ich würde nicht empfehlen, hier die ganze Zeit rückwärts zu laufen. Ja, da hat sie da gewinkt. Also, und es ist wirklich, oh mein Gott, mega Explosionswelle. Ja, deswegen einfach, also ich würde jetzt wirklich empfehlen, die ganze Zeit rückwärts zu laufen. Wie möglich Munition an den Enden einzusammeln. Ja, jetzt wird sie hier zum Beispiel. Ja, und jetzt bin ich ganz Power, stirb. Mein Gott. Was hat das Vieh? Hat das irgendwie Bomb-Eier oder was ist das, ey? Gott, wie schnell ist das? Komm schon. Steh hier. Hör auf, diese Säure zu spucken. Ich mag keine Säure. Hartwerfer, Attack. Toll. Stirb. Okay, wo ist das Vieh jetzt schon wieder? Ja, da hinten. Okay. Mein Gott, stirb. Riesenlibelle! Mein... Oh Mann! Ja, okay, am besten ist natürlich hier die... okay, jetzt haben wir das letzte Stadium erreicht. Sie hat... Oh mein Gott, wie schnell ist das geworden? Hier, ich kann gar nicht treffen mehr. Am besten ist jedenfalls jetzt hier zu verwenden, der Granatwerfer oder die Minigun oder diese Explosionsmunition. Okay, das macht hier gar nicht Schaden fast, aber ich baller einfach mal drauf. Hier geht gleich wieder die Munition aus. Deckpfeile, stirb! Verdammt. Stirb. Ich hol dich gleich von der Decke, da du bist viel. Okay, noch ein Schuss wahrscheinlich. Alter! Du übertreibst? Ah, okay. Unsere Sicht ist das Vieh. Was macht Turok wieder mit seinem Messer rumfuchteln? Yeah. Okay, jetzt können wir uns jedenfalls den letzten Schlüssel hier holen im Level. Okay, jetzt ist auch keine Munition mehr hier. Naja, ein Level 8 Schlüssel. Und damit der letzte Schlüssel in
Level 5, den Katakomben. Und damit wird das Level abgeschlossen. So, nächstes Mal machen wir weiter mit Level 6, der Treetop Village oder dem Baumhausenstadt oder wie das heißt. Der Baumstadt. Naja, hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, wäre nicht schlecht, oder Anregungen. Ja, bis zum nächsten Part. Euer Rising Soul LP.